So. Ach nee, ich bin sogar ganz woanders stehen geblieben. Warte mal, hier muss ich aber kurz den Sound regeln. Gut, ihr hört auch nicht sonderlich viel. Wobei, warte mal, die Kampflautstärke mache ich leiser. Spielermusik. Brache lasse ich mal so. Ist das laut genug oder ist es zu leise? Oder zu laut? Wenn euch das Trommelfell platzt, dann sagt Bescheid. Laut genug, sehr gut, sehr gut. Apropos, ich habe noch etwas ganz Tolles. Und warum hat sich das hier verstellt? Einmal. Dahin. Einmal dahin. Es war ja jetzt vor kurzem das Event. Dieses Schatzsucher-Event gab es ja. Da waren wir, glaube ich, letzten Sonntag. Also nicht letzten Sonntag, sondern vorletzten Sonntag. Und ich habe meine Ziege bekommen. Das Mount, was ich unbedingt haben wollte. Ja. Wir haben Bierkrüge. Und ein Bierfass mit Zapfahren. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Und dann habe ich noch ein bisschen Zierwerk, also dieses ganze Kostümquatsch und paar Möbel fürs Haus noch bekommen. Hier sind, glaube ich, die Möbel, die zwei. Ich glaube, einmal so eine Goldtruhe und einmal hier so ein Gräberdingel. Und, warte, was habe ich noch gekriegt? Ich glaube, drei Emotes hatte ich noch. Das ist mehr das Mount von Halfwitz. Ja, stimmt. Würde gut zu ihm passen. Gibt es aber, glaube ich, jedes Jahr das Event, meine ich. Also nächstes Jahr, ne? Ne? Könnte man sich das doch mal holen. Gehe ich zumindest mal davon aus, weil viele Events kommen halt jedes Jahr wieder. Und das gab es zumindest 2017, das Event. Da gab es auch nochmal. Lernen mir zu glauben. Vielleicht irgendwann, wenn ich alt und grau bin. So, warte, Emotes wollte ich zeigen, ne? Ich bin eine Biene. Was machst du da? Ich bestäube dich. So, warte mal. Verfügbare. So, wir haben hier einmal so einen Münzschnipser. Das habe ich einmal bekommen. Mir ergattert. Dann das hier. Ich weiß nur immer noch nicht, was. Ja, ich kann wieder bis zwei ballern. Oh Gott. Ich ahne Fürchterliches. Tera, ich ahne echt Fürchterliches. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was da die Bewandtnis von dem Ding ist, aber ja. In einem geschenkten Maus schaut man nicht ins Maul. Und dann das hier. Das finde ich ganz cool. Das Emote finde ich eigentlich ganz nett. Wenn man halt wirklich so viel Mütze besitzen würde, ne? Ballern. Duftel. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub im sechsten Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Warum da die falschen Emotes kommen, weiß ich bis jetzt noch nicht. Also ganz rund läuft das hier immer noch nicht. Aber naja. Wir wollen nicht meckern. Ich bin froh, dass es das überhaupt läuft. Den Rest schaue ich mir später an. So, jetzt muss ich einmal gucken. Okay, die einzige Abkürzung, die wir nehmen können, ist Michelbinger. Ja, komm. Nein, oh nein, 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 nicht in mein Haus. Gott. Das wäre beinahe zu mir nach Hause gerast. Das wäre was geworden. Ich komme in meiner Siedlung immer noch nicht so ganz klar. Ich verlaufe mich immer noch recht häufig. Aber ab und an ein bisschen eventuell. Wir sind ja, glaube ich, beim letzten Mal noch im Breland stecken geblieben. Kurz bevor wir in den alten Wald kamen. Ja, pendelst du dich ein? Danke. Ach, und wir müssen einmal noch zum Bauer Maggot. Oh, wir müssen an den Arsch der Welt. Okay.
Haben wir hier noch Kuchen, den wir transportieren können? Oder Post oder irgendwas in der Art? Nein. Haben wir nicht. Schade. Also müssen wir unnötig hinreisen. Wie weit war ich denn hier mit dem Crafting? Hier noch nicht weit. Okay, da bin ich fast beim Meisterlehrling. Warte mal, ich muss einmal kurz zum VIP-Händler. Nee, ich brauche einmal ganz kurz mein eines Item. Ich glaube, da habe ich keins mehr von. Nee. Wo war er? Was denn, Luna? Hallo, mein super toller VIP-Händler. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Seid gegrüßt. Ich habe zu wenig zu tun. Ich mache gerade einen Spaziergang durch den tiefen Wald in Elf. Luna! Oh Mann! Verlauf dich nicht! Zürit, Hallöchen! Ich hoffe, auch du hattest einen schönen Tag bisher. Und ein erholsames Wochenende. Dann geh leveln. Stimmt, das wäre auch noch eine Option, ne? Juhu, Kupfer! Wir brauchen ganz viel Kupfer. Wobei, so viel Kupfer brauchen wir gar nicht mehr, ne? Pilze sammeln wäre doch so eine Feldaktivität. Du musst nur aufpassen, dass du nicht die falschen Pilze sammelst. New World lässt mich nicht los. Ich habe schon viel Gutes von gehört, aber ich kann es mir gerade leider noch nicht leisten. Ich muss mich leider noch gedulden. Aber ich habe mit Herr der Ringe eh erstmal genug zu tun. Und November kommt dann ja eh Endwalker. Also ich glaube, ich werde so schnell nicht dazu kommen. Aber sobald ich es mir leisten kann, muss ich es mir. Das steht fest. Genauso wie noch irgendein anderes Spiel. Jurassic World 2. Also Jurassic World Evolution 2. Das wollte ich mir holen. Juhu, Internet. Geht's wieder? Also ich glaube, heute ist nicht mein Tag, ne? Seid ihr doch da? Irgendwie. Ach ja. Also diesmal ist Frosch noch nicht zu Hause. Ich kann ihm diesmal nicht die Schuld geben. Kuschelt sie in den Katzenkorb. Macht das. Juhu. Bin jetzt zur Zeit Diablo 2 erneut verfallen. Ja, das steht auch noch auf meiner Agenda. Das steht auch noch auf meiner Agenda. Ich habe den zweiten nie gespielt, muss ich sagen. Obwohl mein Vater ihn damals gehabt hat. Ich hätte ihn mir ausleihen können, wenn er gewollt hätte. Aber mein Vater war immer eigen, was seine Spiele anging. Ich glaube, die einzigen Spiele, die ich bei ihm spielen durfte, waren Diablo 1. Gothic 1. Und Legacy of Kain. Das waren die einzigen Spiele, die ich spielen durfte. Und Age of Mythology, aber das war mein Spiel. Soll ich dich in HDO wieder benebelt machen? Muss nicht sein. Wobei, es ist echt witzig. Ich will das auch haben. Ich will auch Leute benebelt machen. Ich finde das voll cool. Warum mal raus aus meinem Feld, ihr Tüll. Das kann ich versagen. Das waren doch nur ein paar Karotten und ein paar Kohlköpfe. Die drei Sack Kartoffeln von letzter Woche. Ja, oh, wie geil. Oh ja, die Filme sind echt toll. Aber so geil. Hyrule, du hast ja gestern, glaube ich, Teil 1 ja gesehen. Und Frischus hat gestern mit Teil 2 weitergemacht. Das war einfach so weird. So, oben war dann halt wirklich die ganze Zeit die zwei Türme. Dann komme ich runter,
Und Halbert erzählt von dem ersten Teil, dass er den sich jetzt anmacht. Und ich dachte auch noch so, okay, alle hier im Herr der Ringe Fieber. Ich hätte was ganz Exotisches. Hab Diablo 1 damals auf der PlayStation gespielt. Danach kennengelernt. Ich weiß, dass das auf der PS1 gab, aber leider hatte ich's nicht. Ich hab mir das dann irgendwann über den Emulator. Aber das lief nicht. Irgendwie wurde das auf dem Emulator nicht. Und dann habe ich es mir jetzt über Good Old Games hatte ich mir das dann wieder geholt. Ist zwar auf Englisch, aber mein Gott. Den ersten Teil kenne ich in- und auswendig. Eigentlich. Die sind so die Euro auf Englisch hinkriegen. Und mit 3 habe ich jetzt auch angefangen. Ich habe hier ein Problem, wenn ich die Filme auswendig kenne. Würde ich mir da Hilfe suchen. Nein! Quatsch. Ich kenne sie auch auswendig. Wenn ich keine Hilfe brauche und Frisch das keine Hilfe braucht, brauchst du auch keine Hilfe. Herr der Ringe ist einfach Kult. Ich liebe Herr der Ringe. Merkt man auch gar nicht, oder? Bin ich da durch? Ja! Ich kann hier durch. Kurz, Film in 2 Wochen kommt der neue Halloween-Film. Ja, Dera, ich weiß, was ich nicht gucken werde. Ich habe mit Fremden nichts zu schaffen. Ich halte mich da tunlichst von fern. So. Wo muss ich jetzt hin? Nach da hinten. Sehr schön. Oh. Herrlich. Habe ich eigentlich noch genug, um gleich einmal meinen Meister hier zu machen? Nee. Brauch mehr Kupfer. Brauch viel mehr Kupfer. Da ist Kupfer. Zweimal. Sehr gut. Hab mir ja schon begeistert können. Wir gucken die im Kino, wenn sie hier ist. Oh je. Also mich kannst du da zum Teufel jagen mit. Also ich glaube, ich habe mich, seit ich ein kleines Kind war, nicht mehr eingepiet. Aber da würde ich mich wahrscheinlich einpiehen. Und zwar vor Angst. Ich bin so ein Angsthase, ey. Ich bin so ein richtiger Schisser. Und mit solchen Filmen kannst du mich echt zum Teufel jagen. Ich habe noch nicht mal S geguckt. Also die Neuverfilmung. Nein. Ich glaube, das überlasse ich Frisches oder so. Aber ich glaube, selbst Frisches hat da ein bisschen Schiss vor. Glaube ich. Vermute ich. Das ist doch nur Michael Myers. Ja! Du! Du leibhaftig! So. Hallo, guten hier. Tag. Ja, guten Tag. Oh, weh mir! Ich hoffe, ich belästige euch nicht. Dürfte ich vielleicht mit euch sprechen? Nee, vor Michael Myers habe ich Respekt. Zumindest seit du ihn spielst. Sehr viel Respekt. Und dann nach Bre. Dann. Ach, das ist das Ding mit den Räubern. Okay, das eine ist da, das andere ist da. Machen wir es was für hinten. Okay, dann haben wir einmal noch die Geschenk. Okay, das. Die sind so nicht bereit. Und hier noch was?
dann können wir uns jetzt daran machen, die Bären zu töten. Am Kleinen. Aber eins will ich nochmal kurz machen. Machen wir das einmal nochmal kurz ein bisschen größer. Ja. Das hier kommt einmal hier hin. Das kommt einmal dahin. Das ist alles hier einfach nur mal so ein kleines Stückchen. So. Perfekt. Dann lege ich das einmal hier hin. Wollte ich beim letzten Mal nämlich schon machen. Hab's aber leider vergessen. Ich habe jetzt die letzten Tage eigentlich ausschließlich in Herderinge verbracht. Wobei gestern Abend dann auch ganz, ganz kurz wieder in FF14. Ganz, ganz kurz. Weil ich da einen Char weitermachen wollte, den ich noch seit. Wann habe ich den erstellt? Letztes Jahr November, Dezember. So was in der Richtung. Und da ich den nicht löschen kann, weil ich für den schon was gekauft hatte. Und das dann ja weg wäre. Muss ich den erstmal weitermachen. Damit ihr da nicht allein versauert. Ich weiß auch nicht, wieso ich damals in das 3-4 Kostüme gekauft habe. Wobei doch, die waren damals im Angebot. Ihr kennt mich, wenn man zum Angebot ist. Muss es haben. Muss es einfach haben. Jo, das erlegt im Alleingang einen ganzen Olifant mit seinem Truppen und Reiter. Gib mir ganz trocken. Der erzählt trotzdem nur als einer. Immer wieder geil. Ja, eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Oder ein Zwerg wird von niemandem geworfen. Die Szene ist auch geil. Soll ich dir eine Kiste besorgen? Ich liebe die Filme. Die sind so geil. Aber sag's nicht dem App. Ja, wie geil. Da muss ich auch nochmal ganz kurz was ändern. So. Will ich die Karte nicht irgendwie auch kleiner machen? So eine riesen Karte brauche ich aber eigentlich nicht, ne? Warte mal. War die da? Jetzt. So. Das sind Sachen, die brauche ich nicht in einer riesigen Größe. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich damit zufrieden bin, wie das hier alles aussieht. Das ist das Zwerg in Eigenart, dass er die Frau mag behaart. Okay. Das ist Legolas, das trinkt, wer gegen Gimli gewinnt. Ich spüre so ein leichtes Kribbeln. Ja, ach. Herr der Ringe hat schon mega geile Stellen. Hier brauche ich noch was. Ich müsste die Filme auch mal wieder gucken. Aber zurzeit sitze ich halt bei Walking Dead gerade dran wieder. Versuche jetzt gerade mal wieder alles von Walking Dead da fertig zu gucken. Ich habe das letzte Mal bei der 7. Staffel aufgehört. Und die Hälfte schon wieder vergessen. Das hat jetzt vorläufig erstmal höchste Priorität.
Dann muss ich noch einige andere Serien abarbeiten. Und ich glaube, im Dezember kommt ja die zweite Witcher-Staffel, oder? Hat da nicht was? Die muss ich auch auf jeden Fall sehen. Da muss ich dann vorher nochmal die erste gucken. Damit ich dann, sobald die zweite draußen ist, direkt im Anschluss weitermachen kann. Das wird toll. Aber ich meine, das ist im Dezember soweit. Dann auch passend, wenn wir die Spiele dann wieder spielen. Im Stream. Ich werde nicht dazu gucken. Bis dahin würde ich eigentlich Tales of Arise durchhaben. Eigentlich. Und die haben ja jetzt auch schon wieder das erste DLC geguckt. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles spielen soll. Der Oktober wird ja eher so der spontane Stream-Monat. Weil ich auch noch nicht weiß, wann die Beerdigung ist. Ja. Mal gucken! Das dauert alles noch so ein bisschen. Also Mittwoch werde ich auf jeden Fall abends streamen. Aber wahrscheinlich nicht so lange, weil ich Mittwoch und Donnerstag bei meiner Großmutter bin. Und ihr da nochmal ein bisschen helfen will. Und ja, dann wollten wir einen Tag noch in die Stadt, weil sie sich ja alleine in die Stadt traut. Aus irgendeinem unersichtlichen Grund. Und ja. Also erstmal noch viel zu tun. Und wie gesagt, Sonntag, der Stream war es ja auch noch nicht. Wenn wir da wieder zurück sind. Weil ich auch noch gar nicht weiß, wo das ist. Ich gehe mal von aus, dass es schon so 2-3 Stunden entfernt sein wird. Die Eventhalle, wo wir da hinfahren. Gut, und Freitag dann. Denke ich mal vormittags. Wie ein Streamchen. Jetzt nicht einfach. Ist jetzt einfach mal so, so grob gesagt. Brauchen wir dich noch? Ja, dich brauchen wir sogar noch. Also sehr viel spontan jetzt erstmal. Und auch eher so Streams, wo man dann halt so ja, spielt, worauf man Bock hat. Und mich nicht so an den Streamplan halte. Weil eigentlich wäre jetzt ja zum Beispiel Evo dran gewesen. Ich hätte jetzt gerade nicht so Lust auf Evo. Vielleicht nachher. Mach ja jetzt dann doch ein bisschen länger. Dadurch, dass 4 Stunden Verzögerung fallen. Wie Luna vorhin so schön gesagt hat, ich stand im Stau. Ist zwar nur die Halbwahrheit, aber. Ich glaube, Twitch wollte einfach nicht, dass ich streame. Twitch hatte, glaube ich, was dagegen. Hat sich eigentlich gegen mich verzögert. Müsste mal gucken. Man kann sich doch bestimmt auch diese Pets erspielen, oder? Hier diese Begleiter. Ich hätte auch gerne mal so einen Begleiter neben uns her längeln. Okay, nicht unbedingt so ein Kriecher, aber. Gut. Halt irgend so ein Viechchen hier. Ja, steht dabei. Aber oh Gott, wie lange das dauert, bis man das herausfindet. Also das eine kann man im Bruchteil tauschen. Ich glaube, man kriegt ja dann auch Mounts, wenn man den Ruf in den einzelnen Fraktionen steigert. Wenn man dann, ich glaube, Verwandter ist das Höchste, was man dann hat. Nee, da ist es nicht. Dann kriegt man, glaube ich, von jeder dieser Fraktion, glaube ich, einen Mount und ein Pet, glaube ich. Wobei die Pets, glaube ich, vorher und die Mounts im Schluss. Weil das müsste ich dann auch machen, aber ich weiß nicht, ob ich das im Stream machen soll. Ob euch das interessiert, wenn wir da die Sachen für machen. Das ist relativ eintönig. So, ob ich das einfach mal alleine mache. Muss ich mal schauen. Weil ich glaube, die Sachen farmen ist nicht unbedingt das Spannendste. Die spannendste Sache der Welt. Vielleicht, wenn man das Buch der Taten nebenbei macht.
Aber... weiß nicht. Wir schauen einfach mal. Hier ist noch mein Meisterpad. Wie viel brauchen wir von euch? Gar keine mehr. Brauchen wir nur noch euch? Ja. Dann haben wir die Quest auch fertig. Sehr gut. So, den Helm benutzen wir mal unsere Ziege. Ich meine, wenn wir sie uns schon erarbeitet haben, dann sollten wir sie auch mal benutzen. Finde ich. Die hat mich eine ganze Nacht gekostet, sagen wir es so. Eine Nacht, in der auch Hybrids mitgelitten hat, weil ich ihn die Ohren voll gejault habe. Ich glaube, ich habe nur in 5 Minuten Takt gesagt, ich will diese scheiß Ziege haben. Ich nie wusste, wann das Event genau endet. War eine lange Nacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin um 2, 3 rum, glaube ich, so ins Bett gegangen. Ich glaube, so lange versucht, diese scheiß Ziege zu kriegen. Man hätte sie, glaube ich, kriegen können, indem man da die Sachen ausgräbt. Oder indem man halt 1000 Münzen sammelt. Ich musste die 1000 Münzen sammeln, weil ich kein Glück hatte. Ja, das war's für Yazi. Und ja, ich habe einen Schaden davon getragen. Oh, komm! Nur einen? Ich glaube, es war noch viel, viel schlimmer. Vor allem, ich wollte halt echt so verbissen diese Ziege haben. Das ist schrecklich. Hügelgrabeisen. Ich konnte 4 Tage lang das Wort Ziege nicht mehr hören. Ja gut, das glaube ich, das glaube ich. Ich habe echt oft Ziege gesagt. Und ich habe oft geflucht. Weißt du, ich habe so jeden Scheiß gekriegt, ne? Aber das nicht. Jetzt habe ich halt nur das Problem, die Sachen sind nicht handelbar. Ich habe das nämlich gestern mal ausprobiert, ob ich die Sachen handeln kann, die ich hier doppelt gekriegt habe. Kann ich aber leider nicht. Na ja, Schad, was soll ich mit der Scheiße machen? Die kann ich nur noch verkaufen. Darf ich ihn? Wenn ich das überhaupt darf. Muss ich mal gucken, ob ich die Scheiße verkaufen kann. Oder... gut, vielleicht kann ich sie auch in die Kiste packen. Im Haus. Und dass dann meine anderen Schars das vielleicht... weil das Haus ist ja quasi für alle meine Schars verfügbar, dass ich das vielleicht da irgendwie noch rüber packen kann. Das wäre noch eine Möglichkeit, die ich mal ausprobieren könnte. Ob das funktioniert. Behandeln. Da ist leider Sense. Hallo Lautrei. Ja, das war ich ja gerade am überlegen. Ob ich die dann halt in die Truhe in meinem Haus packe. Und dass ich gucke, ob ich die dann meinen zahllosen Twinks da vielleicht mal was aufteile. Vielleicht auf meinen Hauptschar, den ich, Hauptprivatschar, den ich oft spiele. Dass ich das vielleicht hinkriege. Oh, weh mir! Darf ich euch vielleicht, einen Moment vielleicht geht das Zeit ja. Stehlen? Wäre halt sonst ärgerlich, ne? Wäre sonst ärgerlich. An Konto gebunden. Also müsste es ja eigentlich gehen, oder? Oh. Wenn ich das einfach in die Truhe packe. Also das sind ja meine Dinger da. Ich gucke einfach nachher mal. Mehr als versuchen kann man es ja nicht. Was kann ich für euch tun? Okay, ich werde es nachher ausprobieren. Das wie kann ich euch zu Diensten sein? Wenn ich dann war es halt. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen?
Aber dann habe ich zumindest schon mal einen Charakter, auf den ich das packen könnte. Ich habe ja noch einen Privatshop, mit dem ich jetzt oft gespielt habe, mit dem ich sogar weiter bin jetzt als das Shooter. Das kann ich erstmal packen. Das packe ich auch mal zu. Besiegt Wurzeln im alten Wald, besiegt Fledermaus im alten Wald, besiegt Wölfe. Wenn man erkennt, dass Winnie die Jogginghose Flecken hat, ist das Kampf. Oh. Dufte. Ach no. Was benötigt ihr? Das ist schon wieder los. Unverbesserlich. Nein, das will ich nicht verkaufen. Das, ah, okay, das ist besser. Da. Was benötigt ihr? So, dann kann ich das mir auch einmal verkaufen. Der Umhang? Warum habe ich den Umhang abgelegt? Kann mir das mal ansagen? Benötigt ihr etwas? Ja, okay. Freue nicht. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Kuhköpfe brauche ich noch. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann nicht weg. Das kann weg. Okay. Reparieren. Das benutzen wir einmal. So. Bist du auch für eine schwarze Scheiße? Sollte man sie mal waschen? Oh mein Gott. Ich habe das jetzt mal gekonnt überlesen. Okay, warte mal, hier hinten ist irgendwas. Hilfe! 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 Andi Schloss! Hallöchen. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Sie will runter. Wie viel habe ich jetzt, was ich... 7. Könnte reichen. Warte mal. Wir versuchen mal. Ich glaube, hier hinten müsste eine Schmiede sein, ja. Das habe ich aktiviert. Ist. Und alles fertigen einmal. Vielleicht kriege ich dann ja mal einen Meisterlehrling. Mal schauen. Aber knapp. Sehr knapp. Würde reichen. Juhu! Wir haben den Meister auf Lehrling. Sehr gut. Habe ich hier noch was? Ja. Oh, kann man fertigen. Dann haben wir das schon mal. Bevor ich das wieder vergesse. Vielleicht können wir gleich auch noch was herstellen. Ich stelle mir nur die Frage, wo ich in der freien Welt jetzt Zwiebeln herkriege. Ich bin ja auf der ewigen, leidigen Suche nach Zwiebeln und ich finde einfach keine Zwiebeln.
Außer im Auktionshaus. Im Auktionshaus habe ich Zwiebeln und Eier gefunden. So. Ansonsten weiß ich nicht, wo ich Zwiebeln herkriege. Wo ist es? Da ist es. Warte mal. Kann ich das einmal größer machen? Geht das? Nee. Schade. Guck ich einfach mal. Ob ich was finde. Nee, nur zu Frühlingszwiebeln. Okay. Okay. Muss ich wann anders mal gucken. Weil selbst bei Händlern habe ich noch keine von diesen scheiß Zwiebeln gefunden. Oder hast du Zwiebeln? Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Du hast auf jeden Fall Hühnereier. Dann kann ich die nicht. Nee, im Stapel kann ich die nicht kaufen, glaube ich. Egal. Holen wir erstmal. Nee. Nee, hat auch keine Zwiebeln. Ich weiß nicht, wo ich diese scheiß Zwiebeln herkriege. Oder kriegt man die nur aus Brie? Reicht erstmal. Frühlingszwiebeln finde ich, aber keine normalen Kackzwiebeln. Ich will nämlich den Koch ein bisschen leveln. War zumindest mein Plan. So, seid ihr bereit für den alten Wald? Wir betreten ihn jetzt, ich glaube, das erste Mal. Ich glaube, hier waren wir beim letzten Mal noch nicht. Hallo. Ja. Hallo. Schöner Wald. Glück, du mal, du Ziege. Ein Gefäß. Nehmen wir einmal den schmackhaften Pilz. Hier ist noch mein schmackhafter Pilz.